Meine lieben Schwestern und Brüder, wenn wir, wie wir das in diesen Tagen so oft tun, die Worte des Propheten Jesaja heute bedenken wollen, dann wählen wir die charmantere Variante dessen, was zu sagen ist heute. Die Worte Jesu lassen ja an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Denn er spricht natürlich nicht, genauso wie Jesaja nicht, zu den Menschen damals. Das ist ja viel zu billig. Er spricht zu uns. Er spricht mitten in unsere Situation, mitten in mein Leben hinein. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir Nutzen bringt und der dich auf den Weg führt, den du gehen sollst. Hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Neulich sagte einer von unseren jungen Leuten, wir sollten doch wirklich so etwas wie einen Orden gründen. Schöne Idee. Und zwar würden wir den nennen, den Orden der Unentschlossenen. Das ist eine super Idee. Weil besser kann man es gar nicht bezeichnen. Weil wir sind ja schließlich die Kirche der Unentschlossenen, der Halbgaren und der Lauen. Deshalb der Orden der Unentschlossenen, das wäre wirklich etwas, was zeitgemäß wäre. Das würde wahrscheinlich einen großen Zulauf haben. Der Orden der Unentschlossenen. Ich finde, man sollte diese Idee verfolgen. Vielleicht wird ja doch noch was draus. Denn an solche Leute richten sich die Worte heute. In unserem unentschlossenen Advent. Das ist die Situation der Menschen damals, die aus dem Exil von Babylon gekommen sind, in die der Prophet Jesaja hineinspricht. Sie haben eine neue Chance bekommen. Sie dürfen nach Hause zurück. Sie dürfen wieder aufbauen. Sie dürfen anfangen. Aber was tun sie? Sie bleiben halbgar. Deshalb muss der Prophet einen Gottesknecht ankündigen, der den Weg entschlossen geht. Und dieser Weg, unsere Lesung ist leider zu kurz mit ihren drei Versen, der wird nämlich im nächsten Vers deutlich gemacht. Das ist immer der Weg geistlichen Lebens. Das ist immer der Weg der Entschlossenheit. Es ist nämlich der Weg des Hörens. Es klingt so einfach und es klingt so billig, und ist doch das Wichtigste und das Schwerste für uns. Denn zur Unentschlossenheit gehört unweigerlich dazu die Schwerhörigkeit. Man könnte einen Orden der Schwerhörigen, vielleicht einen weiblichen Zweig, dazu gleich aufmachen. Dann haben wir so ziemlich alles abgedeckt. Die Unentschlossenen und Schwerhörigen, an die richten sich diese Worte heute. Hättest du doch auf meine Gebote gehört, geachtet. Wir kennen Gottes Gebote. Wir kennen den Ruf des Täufers zur Umkehr. Seine Askese, auf die Jesus anspielt. Wenn wir das hören, sagen wir, ja, das ist Johannes der Täufer. Der ist ja durch das Evangelium, durch Jesus lange überholt. Das ist ja sozusagen von vorgestern. Das ist ja noch irgendwie so ein knatterndes Altes Testament. Das braucht ja heute gar keiner mehr. Wir sind der Erlöste, wir sind im Neuen Testament, wir haben die Liebe. Alles unausgekocht, alles unausgegoren. Es gibt diese Zeiten. Der Advent ist eine solche Zeit. Man muss es immer wieder betonen. Es könnte ein christlicher Advent sein, wenn man auf die Botschaft des Täufers Johannes hört. Weil nur auf diesem Weg, auf dem Weg der Beachtung der Gebote, wird es dann auch Weihnachten. Und sind wir nicht Weihnachten schon überdrüssig dessen, was wir im Advent immer vorwegnehmen? Dann sind wir genau wie die Kinder auf dem Marktplatz, von denen Jesus spricht. Es ist immer die falsche Musik. Es ist immer die falsche Situation. Es ist nie das Richtige. Und schuld sind immer die anderen. Hättest du doch gehört, dein Glück wäre wie ein Strom, und dein Heil wie die Wogen des Meeres. Und wir müssten uns, darauf spielt der Prophet Jesaja an, wenn wir das so aktualisieren, wir müssten uns nicht Gedanken machen, wo die Leute herkommen oder dass wir hier so wenig sind. Vielleicht wäre die Kirche heute Abend voll. Und vielleicht würden viele uns fragen, denn darum geht es ja. Warum lebt ihr so? Warum macht ihr es anders als die anderen? Warum kann man an euch, an eurem Leben ablesen, eure Botschaft?
Man muss nicht lange was erklären. Man muss nicht den Katechismus sozusagen immer unter dem Arm tragen und sagen, Moment, ich schau mal nach, ich glaube, das ist die Nummer 1054, dann lese ich dir den richtigen Satz vor. Nein, wir selber sind die Botschaft. Aber wie sind sie nur glaubwürdig, wenn wir auf Gottes Gebot achten und es zu leben versuchen? Das ist nie einfach. Mit allen Schwierigkeiten, noch die darf man ablesen. Aber unseren guten Willen, den sollte man sehen. Unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit. Damit wir nicht das Bild abgeben, das Jesus damals schon kritisierte. Unentschlossene, launische Kinder, die nicht hören. Und dann noch überlegen, ob sie damit einen Orden aufmachen.